Ja, die Farbkombination ist natürlich jetzt nicht so geil, Taub mit Rot. Aber ich hatte jetzt nur Taub und Rot. Und ich wollte euch diese Farben demonstrieren und halt ausprobieren. Das ist aber ein schönes Rot. Passt zur Bluse. Trage ich jetzt 10 Tage lang halt diese Bluse. Ist nicht so schlimm. Gibt ja. Meine Lieben. Ich bin wieder da nach einer langen YouTube-Pause mal wieder, die ich gar nicht freiwillig gemacht habe. Bei mir ist einfach dieses Jahr schon ganz mies gestartet. Ich hoffe, euer Jahr fängt besser an. Wir machen hier so ein bisschen Girls Talk-mäßig, Nagel lackieren und quatschen. Wobei ihr weniger quatscht, ich quatsche mehr. Ihr hört einfach nur zu. Aber ihr könnt gerne in den Kommentaren gerne mit mir kommunizieren. Ich finde es sowieso sehr schade, dass sehr wenige nur Kommentare schreiben in letzter Zeit. Also ich würde mich sehr viel mehr freuen, wenn ihr mir auch Kommentare hinterlasst. Und ja, geht's auch schon los hier. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das jetzt hier gerade erstmal ausgepackt. Also diverses Material. Also in diesem Starter-Kit, in dem Starter-Kit ist drin Reinigungspads, ein Nagelfeil mit verschiedenen Seiten, ein Hufeisen, heißt doch so, ne? Hufstick und ein roter Lack und noch ein Twin-Lack ist auch noch dabei. Ich habe aber auch noch einen anderen bei, so ein taubfarbenen Lack und halt einen roten Lack und ich werde das jetzt mal kombinieren. Ich werde nur den Ringfinger rot machen und den anderen, die anderen Taubfarben. Ja, dann geht's auch schon los. Achso, und dann natürlich dieses UV-Ding. Diese UV-Lampe. Ich habe das Set schon von Annie. Das benutze ich auch schon ganz lange und sehr häufig. Sehr, sehr gerne. Hat nur den Nachteil, dass meine eigenen Nägel davon fratze werden. Also wenn ich das benutze, weiß ich einfach, ich muss es immer so lange benutzen, bis ich echt keinen Bock mehr drauf habe, weil das die eigenen Nägel total schädigt. Also das ist echt richtig mies. Richtig mies. So, ja, meine Nagelhaut, obwohl ich die pflege wie doof, die sieht aus richtig, richtig mies. Schade eigentlich, dabei pflege ich die so viel. Ich benutze so ein Entfernerzeug und so eine Butter und trotzdem kriege ich die nicht schön. Also ich werde jetzt keine Nahaufnahme von meinen Nägeln machen. Das will ich euch nicht zumuten. So, was ist denn jetzt hier? Schritt 1. Also, soweit habe ich jetzt verstanden. Ich rolle das mal so ein bisschen zwischen den Fingern, kann ja nicht schaden. Also, schreibt mal, wie schaut's aus? Hat euer Jahr gut angefangen? Also, meins hat erst gut angefangen. Mit, theoretisch. Ich hatte ein wirklich schönes Silvester, sehr lustig mit meinen Eltern hier. Schön, Mensch, ärger dich nicht gespielt und das war sehr witzig. Also, kennt ihr das? Dass man sich so selber so ganz schlecht nur auf Videos vertragen kann? Ja, sollte man eigentlich nicht glauben, ne? Wo ich doch mich quasi so jeden Tag auf Video sehe. Aber Fernsehen, ich bin dann so aufgeregt, dass ich mich das kaum schaue, kaum traue zu gucken. Ja, und danach habt ihr es vielleicht mitbekommen. Meine Mutter ist ganz doll krank geworden und das hat mich so aus der Bahn geworfen. Ihr kennt das vielleicht, ne? Die Mami, so, ne? Der Mami darf nie was passieren. Und ich habe das so richtig gemerkt, ich kann mich jetzt nicht vor eine Kamera setzen, das geht einfach nicht. So, ich bin dann gedanklich so weit weg,
und emotional auch, da komme ich nicht, da kann ich mich nicht vor der Kamera setzen und mit euch quatschen, wenn ich hier die ganze Zeit so schlimme Gedanken habe und mir solche Sorgen mache. Und ich habe auch überhaupt gar nicht mehr geschlafen und viel geweint. Und dann sieht man auch nicht wirklich schön aus und die Stimmung ist dann auch nicht so richtig schön. Und von daher denke ich, kann man das verzeihen, oder? Dass ich da jetzt eine Zeit lang abstinent gewesen bin. Habt ihr diesen Strip-Luck von Alessandro? Wie findet ihr den? Wie sind da eure Erfahrungen mit? Also, ich bin ja echt sehr, sehr gespannt, weil was mich an dem Annie-System am meisten gestört hat, ist das Abmachen des Lacks. Das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Das ist so umständlich und strapaziert so sehr den Nagel, da habe ich echt überhaupt gar keinen Bock drauf. So, das ist jetzt die zweite dünne Schicht. Seht ihr? So richtig deckend ist das immer noch nicht. Aber ausreichend. Ausreichend. So, nach gefühlten 20 Minuten bin ich fertig. Ich weiß noch nicht, ob das gefühlt sind. Ich glaube wirklich, dass es 20 Minuten waren. Also es nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich wollte aber jetzt aber echt nicht 20 Minuten lang filmen, wie ich mir jetzt jeden Nagel lackiere. Also ich brauchte sowohl vom Rot als auch von dem Taupe jeweils zwei Schichten. Und nachdem ich die Farblacke aufgetragen habe, kam dann zum Abschluss nochmal dieser Topcoat drüber. Und danach nochmal mit dem Pad nochmal reinigen, diese Schwitzschicht da. Diese Schwitz-Schwitz-Schicht und dann lässt das auch trocken. Dann kannst du sofort loslegen. Also so schaut das jetzt aus. Komplett. Also es sieht deckend aus auf jeden Fall. Was mich ein bisschen stört, vielleicht seht ihr das. Klar, das sind schon sehr viele Schichten von dem Lack. Der sieht so ein bisschen knubbelig an den Rändern aus. Das ist vielleicht auch einfach reine Übungssache. Da muss ich bestimmt einfach schöner und öfter mal mit lackieren. Was ich aber, klar, bringt das natürlich mit sich, wenn man jetzt 5 Schichten oder 6 Schichten Lack drauf hat, dass das so ein bisschen dicker ist. Ne, das sieht jetzt ja nicht aus wie normaler Nagellack, sondern ist ja schon recht dick, das sieht man, ne? Das hat jetzt so seine Vor- und seine Nachteile. Der Nachteil ist, dass du hast jetzt halt so einen dicken Lack auf deinen Nägel. Vorteil ist, dieser dicke Lack hält jetzt total lange, also angeblich bis zu 10 Tage, ohne abzusplittern und soll auch glänzen. Und dann kannst du den, wenn du hier am Rand so bist, den am Rand so abknibbeln und dann so abziehen in einer Schicht. Das soll der Vorteil sein. Also ich werde euch berichten, wie meine Naturnägel danach aussehen. Und ob der wirklich 10 Tage gehalten hat. Vielleicht sage ich das auch nur auf Instagram. Also folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Dann werde ich euch definitiv darüber berichten. Ja, die Farbkombination ist natürlich jetzt nicht so geil, Taupe mit Rot. Aber ich hatte jetzt nur Taupe und Rot. Und ich wollte euch diese Farben demonstrieren und halt ausprobieren. Ist aber ein schönes Rot. Passt zur Bluse. Trage ich jetzt 10 Tage lang halt diese Bluse. Ist nicht so schlimm. Gibt ja Parfum und Deo, ne? Sprühe ich einfach immer ein. Kein Problem. Ja, meine Lieben, das war mein Videobeitrag für heute. Ich bin gespannt, wie eure Meinung dazu ist, zu dem Strip-Lack. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.